Hallo, liebe Wanderfreunde. Heute, am 28. November, geht es wieder los. Startpunkt ist in Holzbunge. Wir laufen einmal um den gesamten Bistensee herum. Anfangs regnet es nur, aber wir sind guter Dinge. Wir sind die Gruppe von Rita. Heute hat die Führung Hans übernommen, weil er diese Gegend gut kennt. Als Wegzeichen diese Haselmaus ist uns ein ständiger Begleiter auf dem Weg. Ja, anfangs war es eine feuchte Angelegenheit. Aber jeder hatte seine eigene Regensachen mitgenommen. Und die Stimmung war gut. Wir waren 10 Personen. Hi, hallo ihr beiden. Gisela und Gerda, kommt gleich nach. Vor noch einer Stunde etwa waren wir auf der anderen Seite. So sieht etwa der Spätherbst aus. Was für tolle Farben! Und es regnet immer noch. Wir haben etwa die Hälfte gelaufen. Wir machen jetzt eine kleine Pause. Hier durchschreiten wir das Gut Friedrichsbrunn. Und dann gab es auch sowas mitten im Wald. Meine Frau würde sagen, sieht ja schlimm aus. Hier wohnt ein absoluter Sammelfreak. Gisela sagt, guck mal, da sitzt einer. Hau, hau, hau. Na, der Trabi da oben auf dem Dach hat auch schon mal bessere Zeiten erlebt.
Da staunt sogar Rita. Okay, für den Kamin da vorne kann man sich ja noch begeistern für. Wir ziehen dann weiter. Nach einer Weile wieder eine Pause im Wald. Der Bock da denkt auch, was machen die in meinem Revier? Von dem Aussichtspunkt haben wir einen schönen Blick auf den Bistensee von oben. Hans sagt, wenn du besser sehen willst, musst du dich auf den Tisch stellen. Wir setzen zum Endspurt an. Es ist nicht mehr weit zum Parkplatz. Die letzte Stunde ist noch mal gutes Wetter geworden, die Sonne kam raus. Viele Grüße an die Wanderfreunde. Bis zum nächsten Mal.